So, und damit willkommen zurück. Sei gegrüßt zu einem neuen Stream. Wir spielen heute Hello Neighbor, Hide and Seek. Hör mal, ob ich zu hören bin. Ja, ich bin zu hören, sehr schön. Soundcheck hat geklappt. Spielaufnahme ist auch nicht gemutet. Müsste, ja, sieht gut aus. Na dann. Willkommen zum Stream. Wir spielen ein neues Projekt, nachdem wir am Mittwoch muss es gewesen sein. Ne, am Montag. Montag haben wir Tomb Raider beendet und machen jetzt mit Hello Neighbor Hide and Seek weiter. Dem Story Game zu, die Story Vorgeschichte zu dem Multiplayer-Spiel, was man miteinander spielt und wo es darum geht, einzubrechen und einen Weg in das Haus reinzufinden. Hier haben wir die Vorgeschichte dazu. Wie ich geguckt habe, ist das Spiel ist wohl nicht so lang. Also wenn ich, so wie ich mich anstelle, vielleicht 2, 3 Stunden werde ich dafür vielleicht. Vielleicht brauche ich 4 Stunden dafür. Also ein Workthrough habe ich davon mal gesehen, das hat, das, da hat der 1 Stunde 30 für gebraucht, um das durchzuspielen. Weiß ich nicht, ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen, wenn wir 4 Stunden dafür brauchen. Mal schauen. Also zwei Streams oder in einem Stream, vielleicht schaffen wir es heute schon mal gut dranhalten. Ansonsten. Ja, 2 oder 3 Streams spätestens sind wir damit durch. Ein kleines, kurzes Let's Play. Aber trotzdem. Was wir danach machen, müssen wir mal gucken. Eventuell gar nichts mehr. Eventuell müssen wir, dass wir irgendwie was zwischendurch, ein Gelegenheitsspiel zum zwischendurch finden. Weil eigentlich will ich dann ab der übernächsten Woche würde ich dann gerne Monkey Island spielen. Das neue Monkey Island, Return to Monkey Island. Da hätte ich Bock drauf. Und wenn ich es schaffe, mir das rechtzeitig zu kaufen. Mal schauen. So. Starten wir jetzt aber erstmal rein in das Spiel Hello Neighbor, Hide and Seek. Tinyblood. Dynamic Pixels. Unreal Engine. Und da sind wir schon im Hauptmenü. Hello Neighbor, Hide and Seek. Willkommen nochmal offiziell. Seid gegrüßt an den Zwergino-Morbids und den Claudio zu einem neuen Let's Play. Live auf Twitch und später in den YouTube-Parts. Hello Neighbor, Hide and Seek. Ein kleineres, kürzeres Spiel. Ja, zur Vorgeschichte, zum Multiplayer. Bei den Einstellungen. Mal komischerweise die Lautstärke nicht einstellen. Das wird eventuell brutal. Effekte, Sichtweite, Schatten, Rettung, Auflösung. Hinweise, Deutsch. Werden Hinweise eingestellt. Was so ist. Soundeinstellungen sind nicht drin, oder? Tja, na dann starten wir trotzdem ein neues Spiel. Ich mache es auf meinen Kopfhörern leise, passt dann später im Schnitt an. Ihr passt es dann irgendwie, ich hoffe, ich bin trotzdem zu hören und meine Stimme ist trotzdem laut genug. Ist nicht allzu übel. Starten ein neues Spiel und legen los.
rufen zur Handtür. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Okay, wir können uns bewegen. Ich bin aber Verstecke oder was? Ach so, erzählt. Verdammt. Deswegen ist das Spiel auch heute Sieg. Du findest mich nicht. Mich. Kann ich hier irgendwo verstecken? Wie zählt denn er? Wann weiß, dass er fertig ist? Kann ich mich hier auf dem Schrank verstecken? Jump'n'Run mäßig. Ach du Scheiße! Was war das gerade für ein Geräusch? Da hatte ich mich gerade aber schräg vor. Das Spiel geschenkt hat mir die liebe Avlona. Das hatte ich mal bei einem Community-Gewinnspiel geschenkt bekommen. Nicht mal. Habe ich gratis bekommen. Habe ich mir nicht selbst gekauft. Jetzt zählt, glaube ich, bis 1 Milliarde. Wie es ausschaut. Können die Sachen aufheben und Steuerung. Wie sind Tastenbewegung? Benutzen das Space, springen das, benutzen das linke Maustaste und werfen das rechte Maustaste. Nehmen es ob es eh. Aha. Können wir das hier hinstellen? Und da steht es schlecht. Können wir es wieder runternehmen? Ne, können wir nicht. Und das hier nehmen. Das Kapitel nochmal neu starten. Das war wohl nichts.
Wir verstecken uns im Schrank. Entdeckt. Seht ihr bitte, jetzt müssen wir uns hier. Jetzt müssen wir uns da oben verstecken. Und das auch mitnehmen. Okay, können wir nicht vorbei. Dann können wir hier. Kisten aus dem Regal mit nach oben nehmen. Müssen wir sie noch irgendwie hinstellen. Was ist unser Plan, ist da hochzukommen oder? Müssen wir jetzt aber einige Kisten aufstellen, um da hochzukommen. Denkt erstmal hier hin, damit wir dann auf das Regal kommen und dann von dem Regal dort hoch. Hier so eine Treppe bauen. Richtig ablegen können wir es auch nicht. Okay, vielleicht können wir da schon rüber. Sehr schön. Müssen noch ein paar Kisten mitnehmen. Er zieht weiter bis 1 Milliarde. Okay, Finger. Klappt so, glaube ich, auch nicht. Ja, was haben wir überhaupt vor? Ich würde jetzt mal versuchen, da oben hinzukommen. Ich kann mal die Kisten nehmen, um da oben was abzuwerfen. Um die Bücher runterzubekommen. Und dann müssen wir da rüber. Bin mir gerade echt nicht sicher. Ist ja nicht so, als hätte man ein Questmenü oder so, was uns sagen würde. Mach jetzt dies und das. Aber ja. Sollen wir dem Boot hier irgendwie entkommen oder? Jetzt versuchen wir mal Folgendes. Hm.
Wir ziehen aber scheinbar um. Schon mal sind hier ganz schön viele Kartons. Jetzt sollen wir hier rüberkommen. Was haben wir vor? Können wir irgendwie hochkommen? Man lassen sich auch relativ schwer stapeln, die Kisten. Ziemlich nervig, das Ding. Das Ding, das erzählt. Ist eine elegantere Störung für. Hinlegen ist rechte Maustaste. Ja, auch nicht ganz elegant. Das Hinlegen ist irgendwie werfen. Aber die rechte Maustaste ist werfen. So ziemlich. Werfen ist halten. Hinlegen ist, können wir das irgendwie ändern, dass das nicht die, ist doch Blödsinn, das Hinlegen auf dieselbe Taste ist wie hier. Na ja. Greifen. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Das nervt auch langsam mal. Hier kommen wir nicht durch. Wenn ich nur verstehen würde, was wir hier überhaupt machen sollen. Scheinbar können wir mehrere Sachen letztlich tragen. Das Aufheben ist auch manchmal so eine Sache. Liegt hier etwas offensichtlich gar nicht. Da können wir auch aus Gründen nicht durch. Auch genug nicht. Wir verstecken uns. Hat der auch mal für fertig gezählt, oder? Bin ich zu dumm, das zu kapieren, oder? Ja, ein Bilderrahmen. Das ist der Bilderrahmen dort. Was tun wir?
Und warum tun wir es? Immer werfen. Wenn man weiß, was man tun soll, kann man es auch in anderthalb Stunden schaffen. Weil wir momentan nur Zugang hierhin und Karton durchs Fenster werfen? Ne. Guck mal nach, Flecki. Guck mal in den Flugschuh rein. Das ist ein bisschen erbärmlich, aber. Was soll ich hier tun? Was bin ich am Machen? Wir sind ja nicht weit gekommen, wir sind direkt nach dem Intro. Irgendwie. Wir haben gescheitert. Das ist ja irgendwie. Das kann es ja nicht gewesen sein. Und die Idee, uns hier hochzubauen, war vielleicht gar nicht mal so beschissen. Das hängt hier fest. Das ist die Blöderei. Hochgenommen. Ja, abgestellt. Krieg's nicht ganz. Auch mehr geschmissen als abgestellt. Ja. Nun zieht auch schön langsam. Und hier was mitmachen. Man kann ja eine Tür rütteln. Da passiert was. Ah, wir können ja rein. Das ist ein Radio, eine Tasche. Ja. Interessant. Können wir nochmal durchgucken? Eine weitere Tür. Wir müssen Schlüssel finden. Sind die Kisten Schlüssel drin?
Ist da oben auf dem Schrank ein Schlüssel, den wir mit den Kisten runterkriegen könnten? Ich versuche mal da was runterzuwerfen. Das war schon meine erste Idee vorhin. Ist da oben was, wo wir irgendwie rankommen müssen? In der Bücher vielleicht ein Schlüssel drin ist oder wie? Theoretisch müssten wir da irgendwie hochkommen. Was übersehe ich hier? Irgendwas? Schublade können wir öffnen. Steuerung. Aktion E. Tun wir mal auf Kuhn. Was sind noch so Steuerungen, die man nutzen könnte? Ich stecke fest, ist gut, aber kann man nicht mit Hilfe, ich stecke fest. Kann man nichts machen. Springen auf den Hocker und das sollte mir da zeigen. Hinlegen, Erbe. Aktion tun. Benutze linke Maustaste. Wir müssen das benutzen. Hilfe, was machen wir? Klick auf den Boden. Help. Die Kamerasteuerung ist auf einmal ganz komisch. Die Maus ist die Kopf oder was? Ach du Scheiße. Kann ich Schrank irgendwie benutzen? Was? Weißt doch, dass wir hier was machen können. Was spiele ich denn hier? Meine Fresse. Die Maus sollte man nach Möglichkeit nicht anpassen. Was ist denn, warum kommt der im Workflow, was kommt denn da durch? Was ist denn hier? Was mache ich anders? Was mache ich falsch? Das Schlüssel doch geguckt haben wir. Der macht immer mehr bei mir. Ich mag das Spiel, ist so ein schönes Spiel. Hey, was? Hat die Maus in Wirklichkeit umgestellt? Was denn? Ich verstehe das Spiel nicht. Wirklich diese Störung.
Ich schneiß nicht, ich blick's nicht, ich hab da keinen Schimmer. Warum ist die Steuerung auf einmal anders? Was tue ich? Das läuft da hin und macht die Tür auf. Die Tür. Oh, das machen wir mit Q. Soweit so klar. Wir können Türen öffnen mit Q. Alle Türen oder? Okay, wir verstecken uns weiter. Was? Jetzt geht die Tür auf einmal in den Wald. Das ganze Gruselspiel. Riesiger Stuhl. Vogel. Oh nein! Wurden gefangen. Okay, was haben wir hier? Bin ich hochgepustet? Okay, wo geht's jetzt hin? Wir müssen uns hier irgendwo verstecken, damit der Junge uns nicht findet. Wir spielen das kleine Mädchen hier. Okay, hier links. Ich schätze, wir müssen da hoch. Hab jetzt auch viel zu lange gebraucht, um irgendwie diese eine Tür zu öffnen. Um zu kommen, wie man Türen öffnet. Okay, ist das richtig, wo wir hier lang gehen? Kommt mir wenig so vor. Die Störung ist auch gewöhnungsbedürftig. Sehr. Klettern wir den Steineberg hoch. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, aber
Das zweite Mal ausprobieren. Ich meine, es geht ja. Wir brauchen für das Spiel wahrscheinlich 10 Stunden. Um uns zu anstellen. Boah, die Maustastatur macht mir auch ein krummeliges Gefühl hier. So, tja. Ist nicht angenehm. Ach, ich bin nur baff. So im Grund. Mir geht's ungut mit der Steuerung. Kann man damit irgendwie was ändern? Geht's im Schrank sauber nicht? Sollen wir hier überhaupt hoch? Ich bin heute irgendwie schwer von KP irgendwie. Oder irgendwie aus irgendeinem Grund. Hat das schon irgendjemand gespielt, was ich hier gerade mache? Kann mir berichten, wie falsch ich das mache. Hier ist das Fenster. Da sind wir nun. Hat ja lang genug gedauert. Da war ein Staubsauger. So, mich leicht unwohl mit der Störung. Was machen wir hier? Sind wir hier oben? Wir haben eine hübsche Aussicht. Mehr oder weniger, weil solche Dinge am Weg stehen. Also vielleicht bin ich auch zu blöd fürs Offensichtliche, ja? Aber das ist ja ein Grund, will das heute irgendwie nicht. Weil ich jetzt hier schon fast eine Stunde für nix. Wir sind auf die Berge gekrasselt. Mit Erfolg, aber war es denn eine zückende Sache oder? Sind zwar da unten was gemacht haben, wurden wir aufgehalten von dem Jungen, der kam da und hat uns. Also bin ich mal hier hoch. Ist ja nur aufs Sofa drauf oder? Eine eventuelle Abspringmöglichkeit. Sind wir auf dem Sofa drauf und können Stein werfen. Durchs Fenster möglicherweise.
Und nun? Seid die Hinweissache eingestellt? Das ist jetzt aber was völlig anderes. Aha. Toller Hinweis. Regal nach oben. Den Stein nehme ich mal mit. Aha. Ja, ich brauche die Hinweise manchmal dringend. Und zu dem Regal so ein. Kommt der hier nicht holen? Friss Stein. Mein Stein. Entdeckt. Hier zugemacht. Okay, wir müssen jetzt zum Regal hin. Okay, und hat der uns wieder gefunden, oder? Das verstehe ich auch nicht, warum der uns jetzt findet. Auf den falschen Weg gelaufen sind oder was? Das Spiel ist sehr verwirrend. Muss ich sagen. Jetzt höre ich schon wieder die Musik von dem. Jetzt kommt er mir gleich von hinten. Warum kommt er? Was ist denn irgendwie eine. Es ist. Ich habe mehr Fragen als Antworten in dem Spiel. Gibt es da irgendeinen Auslöser für, dass mich der Vogel nicht sehen soll? Oder. Und wann passiert das und wieso passiert das, dass der. Das Kollege mich holt. Das ist gerade nicht. Ach, da ist er. Wir darf ihn nicht sehen. Es geht dahinter, jetzt können wir hier. Müssen wir ihn aber wie nur hier hoch. Rein hier. Leiter.
zum Schrank. Okay. Lauter Fragen sich in meinem Kopf. So wie ich es verstanden habe, wir müssen aber auf den Schrank. Irgendwie. Wie auch immer wir es anstellen. Sieh die nicht mal, den Jungen. Ich den sehen würde. Ich schneide es gerade wirklich nicht. Es sollte betreut spielen. Mit Walkthrough. Das ist und Wurzel kommt irgendwie nicht klar. Ja. Backseat Gaming ist ja heute auch ausdrücklich gewünscht. Das ist, ich schaff's auch selbst nicht. Es gibt Hinweise auf das Regal dort, aber es ist... Warum? Da kann man dann irgendwie rein in den Schrank dort, in den Wäschekorb. Ich hab einen Stuhl. Das glaube ich nicht. Mir ein Spiel ausgesucht. Ja, okay, so auf einen Zeil fällt aufs Regal. Keine Idee, wie ich da hochkomme. Der andere Pfeil. Da ist er wieder, hey. Macht mich ein Kinderspiel hier fertig heute.
Alter Schwede. Okay. Ist eine Tür. Wir müssen es irgendwo. Ein Fernrohr geben. Hier sind wir am Eingang, wie es ausschaut. Schauen wir zwar um. Irgendwas müssen wir damit mit dem Vogel machen. Okay, die Spinne hast du gefunden. Das könnte hilfreich werden. Da oben war ich doch. Bin ich doch schon mal aufgeklettert, dort oben auf dem Berg. Nee. Aha, hier nochmal. Ich will irgendwas nehmen und werfen. Und einen Stein bekommen. Und jetzt Pakete. Hat jetzt denn geklappt? Irgendwie juckt er da hoch. Mit Anlauf. So schon mal nicht. So können wir sprinten. Muss das Fernrohr runterholen. Was spiele ich heute für ein seltsames Spiel? Ich weiß es nicht. Es gibt offensichtlich einen Sprintknopf. Die ich auch schon aus Versehen irgendwann mal genutzt habe. Laufen L-Shift, ja. Und Spring Space. Mm-hmm.
Wir sind oben. Und jetzt das Ding an uns. Und werfen es wieder weg. Okay, jetzt haben wir Fernrohr. Das könnte man jetzt theoretisch nutzen. Dann Flore. Was bist du für einer? Ja. Ein großes Fernrohr ist das. Da der gute Rat teuer ist, gibt es hier irgendwo noch einen Rat. Was wir mitnehmen können. Was macht er da? Okay, jetzt ein Schrank. Da drüben. Scheint ein wichtiges Item zu sein. Okay, jetzt haben wir ein Rad. Okay. Ich renn weg. Fix mich nicht. Aha, da haben wir irgendwas, wo wir mit das Gas abstellen können. Jetzt war alle Items wieder verloren, oder? Nee. Das Rad haben wir noch. Der ist jetzt hier am Stuhl. Okay. Ich verstehe, wo das ist. Da müssen wir hoffen, nicht entdeckt zu werden. Finde ich fantastisch. Wenn er durchgeht, das Ding anmachen oder? Okay, die müssen sie ertrinken. Fantastisch. Und warum das denn jetzt? Jetzt haben wir da Symbole. Tiere da rein.
Das soll jetzt alle einsammeln und dorthin bringen, oder was? Wie ist jetzt der Plan? Okay, ich hole einen Affen. Das Ganze ist ziemlich affig hier. Ich hab's doch fast an. Hier ist ein Stück Fleisch. Kann man das dem wütenden Vogel geben? Da kommt ein Dreckswengel mal wieder her. Als ob der da dauert. Verpiss doch dich. Komm jetzt nie wieder an den Vogel ran, weil der dort immer steht. Wenn ich was sehen würde, wäre das noch besser. Ich liebe dieses Spiel. Wie ich das durchspielen will, brauche ich bin hier gerade erst bei Workshop bei Minute 4. Also, da werden wir noch einiges Dummies verbrauchen, falls ich das durchspielen will. Hier haben wir das. Das Fleisch scheint ihn irgendwie zu beruhigen. Oder sehe ich das falsch? Dann wird das Fleisch noch irgendwie geschützt hier. Ich weiß jetzt dank Bootflow, was wir mit dem Fleisch machen. Ach, der Dreckswengel steht da wieder rum. Ich hole das Fleisch. Können wir den woanders hinlocken, dass er uns irgendwo anders winkt, damit er da weg ist? Scheint jetzt wirklich Patrouille zu stehen. Gut, jetzt zumindest das Stück Fleisch, wenn du das hast. Nächste Station, die Berge hier. Habe ich die Idee, was ich mit dem Fleisch hier mache?
erstmal hier hochkommen. Als ob ich hier schon wieder entdeckt wurde. Das gibt es nicht. Da habe ich so ein fettes Steg vom. Uns aus dem Augen verloren. Wie wir hier im Gebirge sind. Da bin ich schon mal ganz hoch geklettert. Das Zeug im Inventar stört natürlich auch irgendwie, wenn man das in der Hand hat. Ach, come on. Wir sind hier schon mal ganz hoch geklettert. Was tut mir jetzt hier dem Wege stehen? Vielleicht haben wir uns auch mehr nach oben geglitscht als das, was wir legitim geschafft haben. Weiß, dass hier eine Stelle ist, wo wir Story-mäßig müssen nachkommen. Von der Seite jemand. Macht ihr ab der 100 Stelle dann auch kein Bock mehr. Ja, hi. Nee, das sehe ich mich nicht. Das ist das da. Zeige ich euch gleich. Spielen wir heute mal. Ist weit willkommen, aber. Ja, meine Fresse. Ich bin doch schon oben gewesen. Wie bin ich damals da hochgekommen? Und warum tue ich es jetzt nicht mehr? Weil ich Items mit dem Tab zu schwer bin, oder wie? Da gab es hier irgendwo eine Höhle. Kunst reinlatschen. Da war ein Wolf drin, den konntest du damals mit dem Stick rauslocken. Und das war sogar relativ weit unten. Vielleicht haben wir es sogar hier. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit. Solange der uns hier nicht abhält. Such mal hier unten nach.
Natürlich gar nichts hier. War das nicht hier? Das ganze Bild. Das ist doch dies hier, oder? Das Gebirge. Hier am Strom, rechts lang. Das Ding geht da hin am Schrank. Schrank raus durch den Tümpel. Das ist eine winzige Höhle. Auf den Berg sind wir hochgeklettert. Hier mal das Fleisch. Ich such die ganze Zeit an der falschen Höhle. Da drüben waren wir auch drauf, auf dem Sofa, nicht hier. Kein Wunder, ich krieg mich auf, dass wir da nicht lang kommen. Ist da nur hier das Schafhaus oder der König, den König der Löwen? Können wir den jetzt aufheben? Ja, wenn ich nochmal aufheben. Können wir den zumindest hier schon mal in die Kiste bringen? Aufräumen, Zimmer aufräumen, das Spiel. Okay, eins haben wir schon gemacht. Ach du Scheiße. War noch 12 weitere. Angriff freigeschaltet. Mit dem Seeking beginnen. Au, Schande. Und so wie es ausschaut, auch noch 12 weitere. 2, 3. Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Einen Affen haben wir dort. Der kommt da nicht raus. Wir müssen jetzt verschiedene Wege finden, die rauszulocken. Dort reinspringen. Okay. Ah, oh, meine Nase juckt. Okay, ich mache auch gerade mal eine Pause, denke ich. Kleine Teampause, Viertelstunde. Mache ich mal mein Käffchen. Danach schauen wir mal weiter. Was fehlt noch für Spielchen, Spielzeug?
Sachen finden. Eins ist vor dem Regal und eins auf dem Gebirge und eins dort drin im Schrank. Mit dem, was richtig deute. Tja. Kurze Pause, bis gleich.
So, dann spielen wir noch ein bisschen weiter. Hello Neighbor, Hate and Seek. Und jetzt, was wir schon versucht haben, was wir schon gefunden haben. Was wir schon sogar teilweise gemacht haben. Okay, das war mein Wecker. Den Maulwurf zu finden. Den Lösungsweg dazu haben wir tatsächlich schon mal herausgefunden. Das machen wir einfach, wenn wir auf die Geysire. Mal das hier auch drauflegen. Ja, es klappt ja sehr gut. Da oben im Gebirge gab es einen Stein. Der Crouch, glaube ich. Nehmen wir uns den mal mit. Ich habe auch in der Pause einen kleinen Beschluss gefasst, dass wir das heute mal in einem Stream spielen. Weil ich habe herausgefunden, man muss tatsächlich 12 Spielzeuge fangen und zurückbringen. Das dann auf einer anderen Map wahrscheinlich nochmal machen. Dem Fernseher. Ich weiß nicht, ob wir den noch später brauchen. Hier steht er woanders. Schauen wir mal, ob wir diesen Bereich heute noch schaffen. Jetzt 12 Spielzüge zusammenzusammeln. Dann spielen wir. Ich denke, wir spielen in den nächsten Wochen. Nächste Tage, nächste Woche zumindest, nächste Woche Einzahl, spielen wir mal ein bisschen Fall Guys. Da habe ich Bock drauf, das macht Spaß. Da habe ich dann so ein bisschen. Können wir Mittwoch und Freitag Fall Guys Stream machen? Kann ich ein bisschen Fall Guys üben? Darin mal besser werden. Okay, wo ist der Stein hin? Hier haben wir den Affen. Oder was auch immer. Hier haben wir ein Kuscheltier gefunden. Wir müssen noch woanders irgendwo Steine rumliegen. Einen haben wir doch schon mit runtergenommen. Der liegt irgendwo schon. Und wahrscheinlich liegt der sogar schon auf einem Geysir drauf. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Bei einem. Müssen wir noch weitere Steine finden. Als ob. Das zählt aber jetzt, oder? Ja, die Uhr ist auf 2. Das Maulwurfskuscheltier kriegen wir so. Liegt auch noch eins rum. Ist dasselbe tatsächlich. Nein, du kriegst mich nicht. Er hat mich gekriegt. Das Ding ist nicht reingeschmissen worden. Sieht zu gut aus, na toll. Ich hätte das noch kriegen können, aber es sieht ungünstig unter dem. Der Dreckige.
Ja, gerade zu günstig. Ach, wo ist denn der immer? Kommentar mal hin zu einem Video und der Kommentar hat Unrecht, dass man sich hinter den Büschen verstecken kann. Tja. Ach komm. Wir müssen immer woanders hinlocken, damit der es nicht immer hier bei dem Affen findet. Der wartet doch hier auf uns. Ja, komm her. Komm uns mal woanders ganz weit weg. Wir müssen uns mal fangen. Na, wo ist denn, wo ist er denn jetzt? Wartet wieder beim Foto von uns. Ja, komm, hier. Komm hier hinter. Brav. Jetzt rennt aber wieder zurück zum Vogel. Gut, dann machen wir erstmal Maulwurf. Das hätten wir schon hinkriegen können mit dem einen. Bei dem einmal lag der sehr, sehr gut dort. Steine suchen. Ah, da liegt einer schon drauf. Okay. Hier kam man nicht mit hoch. Gegen Durststeine und rum. So läuft der Kleine. Kisten habe ich das auch gesehen, dass das, das gehen soll. Ja, perfekt, das wäre ein Rohr. Und den Steak brauchen wir nicht mehr. Und den Fernseher mit, mitnehmen. Das Fernrohr und die Rohre drauf liegen. Ach komm. Fernseher ist kein Spielzeug. Das wird dann nicht reichen. Reicht das nicht? Dann können wir hochkatapultiert werden. Da weiß ich, wo anders rankomme. Okay, es müssen wahrscheinlich schon Steine sein. Thank you.
Oh, die Lunge nervt echt des Todes. Irgendwie können wir hiermit auch hochkommen. Und der ist hier. Der Junge nervt mich echt ab. Da können wir einen Stein kriegen dort oben. Und hier haben wir auch einen Stein. Mr. Stein. Dieser Drecksjunge immer. Ich sehe den vor allem auch nicht kommen. Damit haben wir zwei hier zugemacht. Eigentlich gehen wir dann noch am Schrank. Egal. Irgendwo kommt der jetzt wieder. Müssen scheinbar auch wirklich Steine sein. Auflegen. Ich hab den Baum auf den Baum auf den Baum. Den Baum aus können wir dann. Oder auch nicht. Komm rein hier. Was kannst du nun? Ha! Was kannst du nun? Kleiner Junge. Tja. Hol mich. Edge Badge. Wir müssen hier noch nicht noch mehr holen. Können wir den gleich zumachen hier? Also gleich, wenn wir nochmal dahin sind. Extra Wege laufen. Juhu. Ja, ich dich auch. Fantastisch. Eigentlich, sie müsste hier noch sein, ja, da drüben. Müssen wir jetzt noch einen Stein finden. Ob im Gebirge war noch einer. Oder irgendwo rum. Da haben wir den Schnopf den ersten DLC getan. Ich glaube, wir müssen dann noch mal ganz hoch, aber dann können wir den Stein ja wieder wegnehmen. Woher kam der denn jetzt? Das ist echt eine kleine Ratte, das Ding. Unser Bruder hier.
nicht helfen. Hier muss noch was drauf. Wäre ich dann eine Kiste oder? Eine Kiste reicht ja nicht, haben wir schon mal versucht. Wunder, die Welt fehlt. Das ist so. Aha, diesen Effekt dauert auch das Ding, wenn man so den einen Ständer noch runternehmen, dann können wir da hoch. Und noch anderes nehmen, so noch was anderes nehmen. Sind Geysire stärker, wenn alle drei zu sind. Sollten wir vielleicht da mal ausprobieren, wenn wir uns ins Regal kommen. Weil hier liegt noch was im Regal, sehe ich jetzt von hier aus schon. Und auf dem Schrank vielleicht auch noch. Kiste aufnehmen. Stream hat gerade Standbild. Wundervoll. Den Dreck hasse ich echt extrem inzwischen. Zum Teufel mit dem. Mal gucken, wo wir hier einen Stein kriegen. Ich will nicht mehr spielen. Hast gewonnen, brauchst mich nicht mehr zu fangen. Wo könnte hier noch ein Stein sein? Hoffentlich nicht oben auf dem Regal. Weil da weiß ich nicht, wie ich da ankäme. Versuchen wir den hier zu kriegen. Das war sowas von klar. Der hat, glaube ich, durch den Vogel alarmiert. Wie wir an das Tier rankommen, weiß ich auch nicht. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Naja. Was soll man dazu sagen? Echt penetrant und nervig dieses. Die Sache mit dem Kleinen. Brüder und so. Ich da noch mal hochklettern. Ich wüsste nicht wie, aber ich will mir hin, wie er sie wegnehmen. Komm ich da vielleicht hoch. Ich will den Stein wegnehmen. Und mal das draufsetzen.
Müsste der mich ja ganz nach oben tragen. Wo es vielleicht sogar den letzten Stein gibt. Nicht ganz nach oben, aber ziemlich nach oben. Na, hier kriegst du nämlich nicht mehr kleiner. Hier ist ein Regal, wo ich rein kann. Oder auch nicht. Ist da vielleicht was drin im Regal? Eine Waffe. Bin ich bewaffnet gegen den. Nein, 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 nicht fallen. Ach, Menno. Müssen wir nochmal hier hoch. Okay, bis hier kommen wir hin. Da müssen wir irgendwie hoch. Und wir müssen auch zur Kanone hin, weil die brauchen wir auch irgendwie zu einem Quest. Wieder sowas Verpacktes hier. Da oben ist ein Ei im Nest. Da müssen wir mal um die rankommen. Wie kommen wir hier noch weiter hoch? Ohne abzustürzen. Hier sind wir hier schon mal. Ich glaube nicht, dass wir hier lang sollen. Nicht danach aus. Wenn wir eine Kiste mit hochnehmen würden, kämen wir hier besser hoch. Das wäre vielleicht eine Idee. Aber schön, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Es gefällt mir sehr, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Die Kisten gab es da drüben. Ich glaube, ich bin.
Okay. Hier gab es auch den Fernseher, wo man sich da aufstellen könnte und den mitnehmen würde. Ich habe eine Blume. Tu die mal hier rein. Eine von diesen Kisten kann ich brauchen. Der Affe. Komm aber nicht ran. Warum eigentlich nicht? Können Vögel irgendwie abwerfen? Und irgendwas, einen Stein holen und abwerfen? Okay, jetzt hören wir wieder hier auf. Versuch mal die Taktik. Wie geht das hier schon? Wenn ich hier eine Kiste abstelle, näher ran hier. Den darf nutzen. Fast. Die zweite Kiste mit hochnehmen. Könnte schon fast bringen. Ist trotzdem noch ziemlich hoch. Das will man da mal draufstehen können. Selbst wenn. Okay, jetzt sind wir hier. Der Pier kommen wir ja auch nicht mehr weiter. Okay, aber der Plan war gar nicht schlecht. Die Kiste links dort. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Und unten sind wir. Ohne Mütze. Noch eine zweite Kiste. Noch eine dritte Kiste. Autsch. Ich wollte gerade sagen, da kriegt man nämlich den Kleinen nicht mehr. Da kriegt er mich jetzt runter von der. Wo sind wir denn hier gelandet? Du kriegst mich nicht.
Dann war nicht mehr da, wo wir hinwollen. Das noch eine ganz schöne Strecke nach oben. Können wir da irgendwie hin? Offensichtlich nicht. Wir sollten mal gucken, wo wir den letzten Stein ja bekommen. Damit wir zumindest noch den Maulwurf irgendwie hinkriegen können. Und wo ist hier noch ein Stein? Hier ist noch ein Spielzeug. Das finde ich nie wieder, wenn der mich zwingt. Sehr schön. Ist das eine Fernung oder was haben wir hier? Fernrohr, was ich schon besitze, oder wie? Hier ist noch was oben in dem Regal dort. Ich weiß nicht, ob das uns das weiterhilft. Da wurde weiße Zahl, also Pfeil hinzeigt. Ist dann Geysir in der Nähe? Müssen wir den mal nicht verdicken. Ja, den hier. Ich nehme mal einen Stein mit. Sofern das geht. Versuchen wir zumindest da noch mal hochzukommen. Das war nicht ganz das, was ich wollte, aber... Liegt irgendwas auf dem Schrank. Stein ist das aber nicht. Das ist noch ein Spielzeug im Schrank. Ja, eins zu hoch. In der Asmon oder was auch immer das darstellen soll. Da oben ist auch noch irgendwas drauf. Okay.
Werden wir später bereuen, aber. Die Frage, wie kommen wir da auf den Schrank hoch? Vielleicht zu hoch. Das nächste Geschütz hier. Ein Elefanten. Okay, wie viel haben wir jetzt schon geschafft? Da liegt einer noch unter dem. Da können wir noch rankommen. Oh, Viertel haben wir es schon. Als ob wir erst drei geschafft hätten. Haben wir glaube ich auch erst. Wie kommen wir an dich ran? Ich bin schon mal an den rangekommen. Hätte ihn schon reinpacken können. Und irgendwas mit Metall, ne? Kisten haben wir reingeworfen. Du schon wieder. Gar nicht wissen, was passiert, wenn wir die Kanone kriegen. Und damit vielleicht den Vogel hier abschießen oder was? Hoffentlich nicht den kleinen Jungen. Das will ich auch nicht. Das wäre zu heikel für dieses Spiel. Abwerfen kann man den nicht. Vielleicht muss man den großen Vogel wegschießen. In der Kanone. Versuch irgendwie anders dran zu kommen. Da steht der Junge im Weg. Der Vogel mitkriegt, müssen wir da ankommen. Zu erschweren ist es dann auch noch der Junge da. Nicht ganz sneaky. Jetzt kommt natürlich der Junge jetzt dazwischen. Wo liegt denn hier noch ein Stein rum? Genau, bevor da noch unten Stein finden. So wird dann hinkommen. Das ist noch ein Plüschtier. Hier auf dieser Seite. Das kriegen wir doch noch. Stein noch vorne, das hier gepackt wird auf den Rasier. Ach. Der kleine Junge. Ab einem bestimmten Punkt dann nur noch nervig. Das Radio.
immer auf der Schublade ist einer. Was treibt denn der jetzt hier? Das war sehr knapp. Das ist wirklich eine sehr knappe Sache. Jetzt hätte er uns natürlich wieder gerochen. Na komm, das müssen wir noch. So knapp. Irgendwer sie gibt es hier nicht mehr. Nee. Muss doch möglich sein. Die fliegen wir nicht so, wie wir sollen. Bin ich an der Tür safe. Tür ist nicht gefangen werden. Das ist das Bonpunkt. So nah am Radio vorbei. Bist du kriminell? Ja, komm her. Kleiner Tiger. Werden wir nicht. Also wir schaffen es irgendwie auf den Schrank hier und dann vom Schrank aus. Ne, da müssten wir jetzt ziemlich weit springen. An jeder Ecke der Kleider. Vielleicht ist eine Möglichkeit, uns anzuschleichen an den Vogel, wenn man es nicht sieht. Das ist blöd, wenn der Junge dabei ist. Ist nicht viel mit anschleichen. Ach hallo, der wartet hier wirklich auf uns. Haha. Am Flügel des Vogels ist gehabt. Ich weiß nicht, wie wir den Vogel umgehen und an den Tier rankommen. Der war schon mal sehr gut weit weg. Ich guck mal, ob ich hier noch einen Stein von dem Gebirge. Vielleicht keine schlechte Idee. Ansonsten drei haben wir schon gefunden. Noch nicht ansatzweise die Hälfte. Aber was soll der Schmiss? Der Mist. Der Schmiss. Vielleicht habe ich einen Stein, den ich hier runtergeworfen habe, schon direkt zum Dingens gebracht. Nur mit denen einen Maulwurf hier zu bekommen. Der ganze Blödsinn. Auf den Berg. Den letzten Stein suchen. Ich
Kisten scheinen schon mal nicht zu klappen. Sonst würde ich das mal versuchen, da mal eine Kiste drauf zu stellen. Also ich habe ich schon versucht, aber ich war es in die falsche Kiste. Im falschen Visier. Wenn es die richtige oder richtigen wäre, dann wäre es natürlich was anderes. Ja, hier nochmal links. Im Strumpf sogar mal gucken. Nee, hier ist kein Stein. Hier ist kein Stein, müsste ein Stein. Warum liegt denn der noch hier? Haben wir den nicht schon weggepackt? Das soll mir recht sein. Was hat man da drum schon? Zählt oder nicht? Er hat gezählt. Das vierte Plüschtier. Das fünfte ist tot. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. So geht's scheinbar nicht. Ich will mal rechtzeitig nach links und nach rechts fliegen. Ne, aber bin ich. Ist zu weit weg. Mal wie dann? Muss doch schaffbar sein. Das begreife ich nicht. Wenn wir an das Rand kämen, nicht mal was ducken. Lassen wir uns ducken und hier. Ich versuche es immer wieder schön. Von dem kleinen Jungen habe ich die Rotze voll.
Vom Kriechen kommen wir da nicht ran. Okay, ich versuche nochmal hier hoch. Inzwischen würde ich die Knarre dort zu nehmen, den kleinen abzuknallen. Knallen. Böser Zweig hier. Ist nur ein Spiel. Ich doch nicht. Natürlich, jetzt sind wir hier. Komme ich daran. Ich liebe es. Mit Richtern in den Schrank kann kommen. Unwahrscheinlich. Und da oben aufgeflogen kommen wir auch nicht mit denen. Ich mache irgendwas falsch. Nein! Nicht nach hinten. Müssen wir von oben hier rauf oder was? Versuche noch was mit der Kiste hier. Vielleicht klappt es ja. Und wenigstens den Maul auch noch. Meinen anderen Stein finde ich jetzt oben wirklich nicht mehr. Kann der Maulwurf dann trotzdem nicht mehr raus, wenn die Kiste noch steht. Ich kann ihn trotzdem mal schnappen. Das habe ich befürchtet. Kissenschlacht. Vielleicht müssen wir mal die. Ich habe die ganze Zeit was Falsches gemacht. Um den Maulwurf zu kriegen, müssen wir nicht den. So, die Kisten auf dem. Ich sehe gerade, der kam aus einem anderen Loch raus. Wir müssen die Kisten auf die. Die Steine, der kommt hier nicht aus den Geysiren raus. Wir müssen mit Kisten auf die Löcher drauflegen.
Das wäre eine Lösung. Wie zum Beispiel. Kisten oder irgendwas hier drauflegen auf die Sachen. Jetzt noch einmal so das Ding. Vielleicht können wir das mit den Steinen machen. Versuch mal was. Und dann haben wir auch nur drei Steine. Das könnte vielleicht schon was bringen. Ja, dich gleich dort einschließen im Maulwurfsberg. Das wäre was. Das war toll. Ach ja. Was für dreckige Ortsmenge. An derselben Stelle. Ein einziger Atom. Ach, Leute, kommt. Es ist. Kapitel? Jetzt fünf Kapitel von. Ach, Leute, nee. Fünf Gebiete, wo man jeweils 12 Sachen. Es ist, kommt nicht, kann man. Da wäre ich lange mit beschäftigt. Ja, 4 Stück haben wir gesammelt. Wir können jetzt hier mal steil speichern. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das tut jetzt wirklich nicht not, dass das noch weiter spielt. Das haben wir jetzt mal. Das haben wir jetzt mal angespielt in einem Stream, aber das ist mit der, ich bin das, das ist hier wirklich ein, ich weiß nicht, was ich da sagen soll, es ist wirklich, da finde ich jetzt nicht so die Freude daran, dass da sagen würde, ich will das jetzt noch schaffen. War mal nett, das einmal zu spielen. Ich lade den ganzen Stream auf YouTube hoch. Könnt das nochmal nachgucken. Danke fürs Zuschauen. Ja, habt noch einen tollen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zu Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Und Mittwoch dann, ich denke, ja, das machen wir so. Mittwoch sehen wir uns zu Fall Guys wieder. Tun wir es so. Ich schicke ich in die Endcard. Dann waiten wir noch, wohin sie wenden. Und sehen wir uns morgen schon wieder. Machen wir dies. Und dann sehe ich auch noch hier 17 Achievements gibt es hier zu kriegen. Dann hier noch auf Achievement Jagd zu gehen. Ja, nein. Wirklich nicht. War nett, war jetzt, ja, nett, weiß ich nicht. Ein bisschen nervig.
Ja, danke trotzdem für das Geschenk. Das Geschenk bekommen zu haben, geschenkt am Maul. Schaut man nicht ins Maul. Ja, recht tolle, beinahe 3 Stunden gespielt. Gerne nicht wieder. Gut, ich denke, Fall Guys haben wir da wirklich, haben wir auch einen Mehrwert für uns Team, dass da wirklich dann da ein bisschen mehr. Das macht mir mehr und das macht mir mehr Spaß, da habe ich auch dann, da habe ich auch mehr Motivation dabei, das da zu schaffen, da ins Ziel zu kommen, da dran zu arbeiten, meine Krone zu kriegen. Ansonsten, also nächste Woche jetzt, morgen, also jetzt im Wechsel werde ich das jetzt machen. Morgen Day of the Tentacle. Am 5. Da am 7. am Montag, am Mittwoch spielen wir Fall Guys. Da spielen wir am Freitag Day of the Tentacle, also mittwochs und sonntags macht man dann Fall Guys. Und montags und freitags Day of the Tentacle. Samstag ist, glaube ich, Podcastaufnahme. Dann haben wir übernächste Woche wird spannend. Da haben wir dann, muss dann gucken, was wir Montag machen. Wahrscheinlich wieder der für Tentacle. Und ich muss dann mal gucken, wann kommt das Spiel raus? Kommt das schon am 12. raus? Monkey Island. Return to Monkey Island. Das werde ich mir mal sofort kaufen dann. Werde ich mir vielleicht schon vorbestellen. Es kommt am Montag raus dann, also nicht diesen Montag, sondern den darauf, auch erst. Ja, dann machen wir dann nochmal, dann machen wir die Woche darauf dann nochmal. Am Samstag dann den 17. ist sowieso. Da haben wir Pen and Paper geplant, Pen Paper Sofura. Da machen wir dann nochmal im Wechsel und Sonntag fällt sowieso aus. Dann spielen wir für die Woche, wo Monkey End rauskommt, am 19. werden wir wahrscheinlich noch Day of the Tentacle spielen. Weil das ist so am Release Day, weil ich schon auch ab und zu mal auch mal es vorbestellt hat, dass es da noch nicht freigeschaltet ist und so. Das wäre da ein bisschen zu viel Stress. Dafür spielen wir am Mittwoch, den 21. Ich denke, ja, wenn nicht alles schief geht, spielen wir am Mittwoch, den 21. Return to Monkey Island, da würde ich drauf freuen. Also, Highlights jetzt sind 17. Also, morgen ja auch mit Day of Tentacle, ist auch ein kleines Highlight. Und Folge ist auch, aber Samstag, den 17. Pen and Paper Sofura, Fantasy Abenteuer mit Modi als Spielleiter. Und dann die Woche am 21. Return to Monkey Island. Und die Woche darauf haben wir dann auch schon wieder eine spannende Sache. Da haben wir nämlich den 1. Oktober dann schon in der Woche darauf. Soweit plane ich dann schon. Da haben wir mein Pen and Paper. Da spielen wir ein kleines Inselabenteuer, was ich vorbereitet habe. Mit zwei Spielern. Also wird spannend jetzt in den nächsten Wochen, im September und Anfang Oktober. Auf Monkey Island bin ich sehr gehypt. Da freue ich mich sehr drauf. Joa, na dann. Kommt da gut rein in die nächste Woche. Und wir sehen uns morgen wieder. Zum Point-and-Click-Spaß. Adventure-Game-Spaß. Ich werde jetzt heute vielleicht noch eine Runde Beyond Two Souls aufnehmen, da bin ich jetzt schon ziemlich final im letzten Kapitel.
zum Runterkommen. Nach Hello Neighbor. Und wir sehen es morgen wieder. Kommt jetzt nochmal drüber in den Wait. Wir waiten, wen waiten wir denn heute noch? Stream waiten wir denn jetzt gerade drüber? Ist gerade noch live. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu Marigo rüber. Das ist gerade live, der macht Adventure Sunday. Der spielt, was spielt er denn überhaupt? Schauen wir mal den Streamplan von ihm. Legend of Kirandia. Der müsste jede Minute live sein. Jede Sekunde müsste live kommen. 21:15 Uhr geht's bei ihm los. Läuft bei ihm gerade der Startbildschirm. Also bereite ich mal einen Wait vor. Platz mal gleich zum Beginn zu ihm rein. Kommt rüber zum Manigo. Die hört der eine Stream auf, da könnt ihr gleich weitermachen, wo der andere Stream beginnt. Habt gleich nahtlos Ende des Streams, Anfang des Streams, da habt ihr gleich. Und er wird dann nachher, wenn er dann irgendwann um 1 oder um 2 fertig ist mit Stream, dann wird er auch irgendwo rüberreiten. Könnt ihr gleich volles Programm wie ein Fernsehprogramm. Das ist der eine Sender, ist fertig, zappt er weiter zum nächsten. Genauso machen wir das. Guckt euch das nächste Programm. Na dann, und morgen geht's bei mir mit dem Programm weiter um 18.30 Uhr. Ihr wisst was, habe ich schon oft genug gesagt. Ich bin raus für heute. Ich stelle nachher noch den Streamplan online. Habt ihr einen tollen Start in die Woche, habe ich auch schon gesagt. Zwei Jaut. Bis morgen. Ciao.